Hey Friends, herzlich willkommen zu einem Favoritenvideo von mir. Ich bin nicht gestorben, ich bin nur sehr busy, weil ich, wie ihr eventuell wisst, in England bin. Ich habe Videos gedreht und ich komme aber nicht dazu, sie zu schneiden. Aber ich dachte mir heute, Favoritenvideo ist richtig mein Mut, weil ich habe ein paar Dinge, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und deswegen machen wir das heute. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter nach hinten. Sieht gut aus. Fangen wir an mit Lifestyle-Favoriten, weil da habe ich nur zwei und das eine ist offensichtlich England. Ich bin jetzt hier seit dem 31. August und ich bin jetzt bis Dezember hier für mein Auslandssemester. Das heißt insgesamt 4 Monate, weil die hier Trimester haben. Und I kinda love it. Also ich meine, ich habe England ja ausgewählt, weil ich mir dachte, dass es mir gefällt, aber wirklich, I kinda love it. Und ich bin ja jetzt schon ein bisschen traurig, wenn ich wieder gehen muss. Auf der anderen Seite freue ich mich auf meine Freunde in Deutschland. Falls ihr mehr England-Impressionen haben möchtet und so weiter, folgt mir eher auf Instagram, weil ich hier auf YouTube zwar eigentlich vloggen wollte, aber einfach, wie gesagt, nicht zum Schneiden komme. Und falls ihr das übrigens hört, das ist ein Kühlschrank. Deswegen, falls ihr es rauschen hört, sorry. Mein zweiter Lifestyle-Favorit ist jetzt nicht so spannend, deswegen halte ich mich kurz. Ich habe seit einigen Monaten eine neue Pumpe. Und zwar bin ich von Medtronic zu der T-Slim gewechselt. Also meine Insulinpumpe für meinen Diabetes. Einfach nur für die, die meine Videos gucken und auch Diabetes haben, weil ich weiß, da gibt es ein paar. Die T-Slim ist richtig cool. Ich habe den Dexcom G6 an meinem Arm und die T-Slim korrigiert es einfach automatisch. Und die macht das richtig, richtig gut. Und ich hatte ein paar Tage keinen Sensor und dann habe ich so richtig gemerkt, also wie viel schlechter wieder mein Blutzucker und so war, ohne dieses automatische Regulieren. Also es hat wirklich mein HbA1c so viel verbessert. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Kommen wir zu Beauty, weil das ist wahrscheinlich das Spannendste für die meisten. Ein Favorit jetzt schon seit über 3 Monaten, aber ich habe davor halt kein Video dazu gedreht, ist der Catrice Under-Eye Brightener. Der war ganz am Anfang ziemlich ausverkauft. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht im DM. Ich bin nicht in Deutschland. Aber man sieht richtig, dass ich da schon voll die Delle reingemacht habe, weil ich den wirklich so gut wie jeden Tag verwende. Und ihr seht auch in den Aufnahmen, dass es wirklich einen riesigen Unterschied macht. Der funktioniert natürlich nicht für alle Hauttöne, aber wenn man so hell ist wie ich, funktioniert er richtig gut. Man braucht extrem wenig und das hat einen extremen Brightening-Effekt und dadurch verwende ich zumindest weniger Concealer, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es schimmert so unter dem Concealer durch. Ich habe wirklich lange einen guten Color Corrector gesucht und der ist richtig, richtig gut. Also den kann ich euch empfehlen und man kann den sehr gut mit dem Finger auftragen oder mit so einem Pinsel, wie ich es in einem Video gemacht habe. Aber das finde ich richtig gut. Dann, als ich hier ankam, ja, irgendwie, die ersten Tage war es extrem sonnig und irgendwie bin ich braun geworden. Und dann war ich so, toll, jetzt brauche ich eine neue Foundation. Und deswegen habe ich mir eine Foundation gekauft, die Soft as Life regelmäßig empfohlen hat. Ich wollte es mir auch schon in Deutschland kaufen, habe es aber nicht getan, weil ich genug Foundation hatte. Da ich jetzt hier aber nur eine Foundation habe und das meine Winterfarbe ist, ja, habe ich die mir jetzt gekauft. Und zwar ist das von Rimmel die Kind and Free Foundation. Rimmel ist in Deutschland einfach Manhattan, also es ist die gleiche Firma und hat die gleichen Produkte. Kann sein, dass die Foundation anders heißt, aber ich weiß, dass es eine Foundation im deutschen Markt gibt, die genau so aussieht. Und ich hätte das nicht gedacht, weil die letzten Monate, falls ihr meine Videos geguckt habt, wisst ihr, mein Make-up saß immer richtig schrecklich. Es hat sich separiert, es sah trocken aus, aber es war einfach hässlich. Das ist die erste Foundation seit, wie gesagt, mindestens einem halben Jahr, die wirklich schön auf meiner Haut sitzt, die so ein bisschen undetectable ist und so weiter. Ich habe die Farbe 160 Vanilla, was sehr gut zu meiner Sommerfarbe passt. Die Farbauswahl ist nicht gut. Also wahrscheinlich müsste ich auch für meine perfekte Farbe mischen. Das ist nicht meine perfekte Farbe, auch nicht im Sommer. Vom Unterton nicht ganz, aber sie hat funktioniert. Wenn ihr eine Farbe findet, die passen könnte bei euch, ich finde die Foundation wirklich gut, falls ihr trockene Haut habt. Wenn ihr sehr ölige Haut habt, würde ich sie nicht unbedingt empfehlen, weil sie sehr hydrierend ist. Das sieht man auch im Video, sie ist sehr glowy und deswegen spürt man die auch auf der Haut. Jetzt, wo ich alles aufgetragen habe, würde ich sagen, spüre ich sie weniger, aber vor allem, wenn sie frisch aufgetragen ist, man spürt die Foundation schon auf der Haut, weil es wie so eine reichhaltige Creme ist. Also müsst ihr das natürlich irgendwie mögen. By the way, da hängt mein Pulli, weil der gerade trocknet. Ich habe den gewaschen. Ich habe extra mein Zimmer aufgeräumt, aber dieser Pulli muss da hängen, okay? Offiziell ist es eine Moisturizing Skin Tint Foundation. Ich finde, das passt ziemlich gut. Es hat eine leichte bis mittlere Deckkraft, würde ich sagen. Also ich finde, das ebnet einfach alles perfekt aus und ist die perfekte Grundlage, um damit Concealer über Unebenheiten rüberzugehen. Mir gefällt die Foundation richtig gut. Deswegen wollte ich die euch an die Hand geben, weil ich in Deutschland noch nicht mitbekommen habe, dass viele davon geredet haben. Falls ihr trockene Haut habt oder halt Glowy Finish mögt, die ist richtig gut. Dann habe ich so ein bisschen allgemein meine Skincare-Routine gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber oh mein Gott, als ich herkam, meine Haut war so schlimm. Ich hatte wirklich richtig schlimme Akne wieder, es hat richtig wehgetan. Ich hatte aber auch so kleine Bumps, was ich meistens habe, wenn ich irgendwie zum Beispiel Sachen verwende, die ich nicht vertrage. Und jetzt war ich die letzte Woche krank und meine Haut ist sehr viel besser geworden, aber ich bin auch an meinem Zyklus gerade in einer guten Phase. Ich habe aber unabhängig von meinem Zyklus und meiner Ernährung etc., habe ich gemerkt, dass so meine Hauttextur generell
derzeit sehr, sehr gut ist. Das liegt daran, dass ich kurz bevor ich hergekommen bin, meine Hautpflege neu gekauft habe und geändert habe, weil ich mit meiner in Deutschland sehr unzufrieden war. Und ich muss euch das jetzt wirklich mal ganz kurz hier ans Herz legen, ne? Ich kann in einem Video gerne nochmal meine Hautpflegeroutine zeigen, wie ich das gerade mache. Aber vor allem diese drei Produkte sind... Wow, das ist alles asiatische Kosmetik und ich habe sie bei Stavanna wieder bestellt. Und die kamen ungefähr eine Woche, bevor ich nach Coventry geflogen bin, an. Einmal habe ich von der Firma Access Y Dark Spot Correcting Glow Serum mit 5% Niacinamiden, Squalan, irgendwas Fruchtextrakt. Activated Niacinamide helps correct dark spots and brighten skin with plant-derived Squalan to lock in moisture for glowing skin all day. Ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, aber ich hatte, als ich bestellt habe, gab es das Angebot, dass wenn man eins bestellt, man zwei kriegt. Das heißt, ich habe noch eine Flasche in Deutschland. Ich liebe die Verpackung. Ich finde den Pumpspender mit dieser Squishy Tube richtig toll. Ich finde auch dieser Plastikdeckel, der ist irgendwie dicker und hochwertiger und deswegen geht er nicht sofort kaputt. Also ich mag die Verpackung. Ich genieße es, das Produkt zu verwenden. Ich habe es noch nicht lang genug verwendet, um euch zu sagen, ob es wirklich meine... Dark Spots auffällt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es wirklich sehr glowy ist und irgendwie die Haut generell ebenmäßiger macht. Den Effekt habe ich schon das Gefühl. Und es hydriert trotzdem. Ich verwende das jetzt seit 1,5 Monaten. Also es braucht noch ein bisschen Zeit, um dann wirklich, ne, full on zu sagen, ob es wirklich zum Beispiel die dunklen Stellen auffällt. Aber generell ist das voll das gute Serum, wenn ihr Feuchtigkeit wollt und irgendwie eben was noch für so Akne-Flecken und so macht. Ich kann mich heute nicht ausdrücken, tut mir leid. Das finde ich richtig gut. Und dann danach verwende ich immer von Istree Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream. Davon gibt es auch eine Intense-Variante. Die habe ich nicht probiert, aber diese hier. Also ihr seht auch, dass ich da schon, ich habe da schon gut was verwendet. Man braucht nicht viel und trotzdem ist sie sehr reichhaltig, ohne nachfettend zu sein. Die sind einfach so richtig, ja, glowy und dadurch, dass es so ein Gel eher ist, passt es besser zu meiner Mischhaut. Und wirklich, wenn ich die beiden Sachen auftrage, meine Haut ist so hydriert. Das brauche ich, weil ich gerade zum Beispiel sehr, sehr trockene Haut wieder habe. Ich finde die Creme richtig toll und manchmal habe ich die jetzt auch einfach auf meinem Körper aufgetragen. Also nicht großflächig, aber zum Beispiel halt Dekolleté-Bereich, weil sie einfach sehr schnell einzieht, sehr hydrierend ist. Wirklich, die Sachen, die ich euch hier zeige, sind wirklich nicht teuer. Kann man das so im deutschen Markt kaufen? Bestimmt. Kenne ich jetzt etwas, was ich euch empfehlen könnte, was ähnlich ist? Nein. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch das nachkaufe. Ihr wisst ja, dass ich den Sunscreen von... DM eine lange Zeit mochte, letzten Sommer sehr, und dann hatte ich das Gefühl, dass sie das reformulated haben, weil irgendwie hat es auf einmal mit meiner Foundation reagiert und es hat sich immer abgepeelt und es sah immer richtig eklig aus. Und dann habe ich mich erkundigt, was für Sunscreen so Leute empfehlen, und einer meiner Favorite Beauty-YouTuber ist Julia Adams, das ist eine Kanadierin. Und sie hat einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Make-up-Geschmack wie ich. Also sie mag sehr ähnliche Produkte. Daher vertraue ich ziemlich auf ihre Meinung. Und sie hat den Beauty of Joseon, Joseon, Beauty of Joseon, keine Ahnung, Relief Sun Rice and Probiotics SPF 50+ empfohlen. Habt ihr vielleicht auch schon auf TikTok oder sonst was gesehen. Den verwenden gerade sehr, sehr viele Leute. Die Verpackung finde ich ultra satisfying. Also wenn ich hier näher rangehe, seht ihr das halt. Ich finde wirklich... Es ist so simpel, aber so satisfying. Und auch hier seht ihr, dass ich schon gut viel verwendet habe. Ich weiß noch nicht, ob ich den liebe. Deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt nicht explizit dieses Produkt in meiner Empfehlung, sondern meine Hautpflegeroutine einfach gerade. Es reagiert auf jeden Fall nicht mit Make-up. Das ist gut. Es ist aber ein sehr reichhaltiger Sunscreen und auch ein bisschen nachfettend. Nicht extrem fettig, also nicht so, wie ihr euch die Standard-Sonnencreme vorstellt. Aber immer noch sehr, naja... Theoretisch, an Tagen, wo ich nicht so trockene Haut habe, könnte ich nur das auftragen und es würde mir genug Feuchtigkeit spenden. Das heißt, ich glaube, hier mit öliger Haut, not sure about that, aber ist ein guter Sunscreen, falls ihr auch noch einen Sunscreen sucht, der mit Make-up einhergeht. Der ist nicht schlecht. Okay, kommen wir zu zwei Riesenfavoriten, also wirklich huge. Das sind zwei Lippenprodukte und ich hätte derzeit wirklich fast... Ja doch, ich hätte alle meine Lippenprodukte weggeben können, wenn ich nur diese beiden behalten dürfte. Weil ich habe nur diese beiden Sachen in den letzten Monat getragen. Einmal ist das von Roman, der Glasting Melting Balm. Und ihr wisst, ich liebe von Honest Beauty diese Tinted Lip Balms. Und das waren meine Favorites. Und ich meinte immer so, wow, that's the one. Und ich mag den immer noch gerne. Aber ich finde den fast besser. Was ich weniger daran mag, ist, dass er parfümiert ist und so einen fruchtigen Geruch hat. Aber auch so ein bisschen Parfummäßig, keine Ahnung. Das war meine Box. Ich mag den Geruch nicht besonders, aber man gewöhnt sich dran. Also ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Und der bleibt auch nicht auf den Lippen, also der geht weg. Warum ich das lieber mag, ist, weil es glossier ist. Ich habe wirklich
so trockene Haut und Lippen jetzt die letzten Monate gehabt. Ich finde, es sieht einfach aus wie Lipgloss. Es hat die perfekte Farbe, die perfekte Amount von Farbabgabe. Und dieses Glossy Finish, wenn man viel aufträgt, das sieht einfach aus wie ein Lipgloss, aber man hat nicht das Gefühl von Lipgloss. Und das finde ich so toll. Ich habe wirklich, wenn ich abends rausgegangen bin, das getragen. Wenn ich feiern war, das getragen. Wenn ich in der Uni war, das getragen. Im Alltag, das getragen. Also jeden Tag im Prinzip. Ich habe die Farbe 06 Kaya Fake. Ich würde euch auch diese Farbe empfehlen. Also die haben noch andere Farben und die anderen Farben sind auch schön so. Aber Kaya Fake ist, also ist halt einfach für mich die perfekte Alltagsfarbe. Und ihr seht, man kann das so auftragen, das ist relativ leicht. Aber man kann das eben auch schichten. Und dann wird das dunkler und intensiver. Und ich liebe die Farbe. Ich mag die Verpackung auch sehr gerne. Sie ist hochwertig, sie sieht gut aus. Auch das, keine Ahnung, ich glaube, der kostet über 10 Euro. Aber er ist es wert. Also, weil ihr Tinted Lip Balms mögt. It's the one. Und ich habe den einfach gekauft, weil ich fand, dass er gut aussah. Ich habe nie was davon gehört und ich bin so froh. Auch den könnt ihr bei Estée Lauder bestellen. Und das andere Lippenprodukt ist auch bei Estée Lauder bestellt, aber ich glaube, ihr könnt auch bei YesStyle die Sachen bestellen, aber meistens sind sie da ein bisschen teurer. Und zwar von der Firma Amuse. Auch das hat Julia Adams empfohlen und ich liebe Lip Tints, weil ich es mag, wenn meine Lippen eben... Meine Lippen haben von Natur aus fast keine Farbe. Das heißt, ich muss theoretisch Make-up tragen, damit Leute überhaupt sehen, dass ich Lippen habe. Und dementsprechend mag ich Lip Tints, weil dann habe ich nichts auf den Lippen und trotzdem habe ich Farbe. Sie meinte in einem Video, wo sie verschiedene K-Beauty Lip Tints verglichen hat, dass der von Amuse am stärksten vom Tint ist. Deswegen habe ich ihn gekauft und it's amazing. Ich werde das jetzt nicht swatchen, weil der Tint so krass ist, aber ihr seht das in den Aufnahmen. Ich finde den Applikator ganz toll. Man kann sehr präzise damit arbeiten. Der hat perfekt viel Farbe für einen Auftrag. Also ich dippe da nicht zweimal oder so rein, sondern die Menge an Farbe ist perfekt. Der ist sehr, sehr glossy. Manchmal lasse ich ihn auch einfach drauf. Es ist halt ein sehr intensives Pink, was ich ja habe. Das ist die Farbe Pleasing. Und ich trage das aber trotzdem manchmal halt ganz drauf. Und dann ist es sehr glossy. Und auch dieses glossy Finish bleibt richtig gut. Also wenn ihr trinkt und esst, es bleibt immer so ein bisschen glossy. Am Ende des Tages ist da halt noch dieser Stain. Wenn ich nicht unbedingt so viel Pink möchte, nehme ich einfach nach so circa 5 Minuten das mit dem Tuch ab, wie ich es in dem Video mache. Und dann habe ich diesen Stain und dann gehe ich da zum Beispiel mit einem Lip Liner außen noch dran. Oder gebt da noch Lippenbalsam drauf. Wenn ihr einfach mal guckt, wie viel ich schon davon verwendet habe, seht ihr, wie gern ich das benutze. Also in einem Monat so viel von einem Lippenprodukt zu verwenden, ist rar für mich. Vor 2 Wochen waren wir feiern und dann haben 2 andere Personen aus meiner Flat hier, also meiner Wohnung, das auch verwendet, weil die keinen Lippenstift hatten. Selbst bei denen, wir waren feiern und am Ende der Feier war das halt noch genauso drauf wie am Anfang. Und es trocknet nicht die Lippen aus, sondern es ist auch wieder hydrierend. That's amazing. Und ich finde diese eine Farbe perfekt. Also ich würde, wenn ich wieder in Deutschland bin, eventuell noch eine Farbe kaufen. Aber dann eher, wenn das leer ist, weil ich weiß, dass ich immer nur zu einer Sache tendiere. Gleiches mit dem Lippenbalsam. Also wenn der leer ist, würde ich vielleicht eine neue Farbe ausprobieren. Aber mehrere Farben gleichzeitig ergibt nicht so viel Sinn, weil ich halt immer die gleichen Sachen verwende. Ja, und jetzt gerade, also wirklich... Ich verwende nur diese beiden Produkte und dann umrande ich manchmal meine Lippen mit Kiko. Nicht dem Kiko, der Kiko. 533, wenn ich halt ein bisschen noch eine kühlere Definition haben wollte. Mein Deutsch ist so schrecklich, ne? Ich kann weder Deutsch noch Englisch sprechen. Mein letzter Beauty-Favorit ist kein Produkt, sondern eine Eyeliner, wie ich ihn gerade mache. Ich habe das ab und zu auch mal in Deutschland gemacht, aber hier jetzt wieder intensiver, weil eine Mitbewohnerin von mir, Sophie, trägt den Eyeliner so. Und dann war ich so, oh ja, das sieht so toll aus. Und seitdem trage ich es halt auch wieder so. Und zwar meine ich damit, dass ich nicht nur einen Eyeliner ziehe, sondern den Eyeliner außen connecte und halt im Prinzip so einen V an Eyeliner mache. Ihr seht es in dem Video. Ich finde, dadurch wirkt mein Auge noch mehr betont. Es wirkt größer. Und selbst wenn ich Kajal zum Beispiel auf die Wasserlinie gebe, finde ich trotzdem mein Auge wirkt größer, weil halt die Umrandung weiter außen ist. Und ich finde, das sieht so schön aus. Keine Ahnung, das macht so ein schönes Auge, dass ich das wirklich diesen Monat war mein Go-To-Look. Ich habe kaum Liquid Liner getragen. Ich habe eigentlich immer Kajal getragen. Ihr kennt die Kajal schon, aber ich erwähne sie trotzdem. Sind meine 3 Go-To's. Made by Mitchell. Alle Farben, aber ich verwende meistens Make a Toast oder das Schwarz. Clio Extreme Gel Presso Pencil Liner. Richtig gut. Ich mag halt auch, dass man den nicht anspitzen muss, weil es halt dann super easy ist. Und der hält richtig gut. Genauso wie von Clio der Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner. Auch hält extrem gut. Die setten richtig und ich gebe trotzdem noch Lidschatten drauf, meistens zum Setten. Aber die halten dann auch wirklich bis Ende des Tages. Sind sehr, sehr easy, um diesen Look zu machen, den ich halt möchte. Leute, ich habe kein Blush-Favorite. Ist das zu glauben? Das waren alle meine Favoriten. Ich wollte wirklich einfach diese Produkte mit euch teilen, weil die mein Leben derzeit sehr viel schöner machen. Und ich das einfach teilen wollte, okay?
Einfach dieser Pulli ist auch so ein bisschen Favorit. Ich habe hier so viel gethriftet. Also nicht so viel in der Masse, sondern ich war so oft thriften. Secondhand kaufen und dieser Pulli. Ich kann hier einfach meine 14-jährigen Träume, Brandy Melville zu haben. Das meine ich mit Deutsch und Englisch, ne? Brandy Melville zu haben, verwirklichen. Weil das ist Brandy Melville, aber ich konnte es mir als 14-Jährige nie leisten. Und jetzt kann ich es mir Secondhand leisten, weil der hat 6 Pfund gekostet. 6 Pfund sind so 7, 8 Euro. Und der hat einfach Pockets. Ist dieser Pulli nicht ultra cool? Ja, ich weiß. Er ist es. Das waren alle meine Favorites. Ich hoffe, dass ich dieses Video schneller hochlade als die anderen, damit ihr merkt, dass ich noch lebe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das jetzt gerne ändern. Und sonst freut euch auf hoffentlich bald mehr England-Content. Und sonst, wie gesagt, auf Instagram zeige ich mehr. Das war's von mir. Tschüss.